Hallo Grillfans, heute zeige ich euch gefüllte Kartoffeln, Fächerkartoffeln um genau zu sein. Diese werde ich mit Käse und gekochtem Schinken zusammenlegen und dann nachher auf den Grill machen. Für die Fächerkartoffeln gefüllt mit Schinken und Butterkäse, klar, brauchen wir Schinken. Butterkäse und natürlich die Kartoffel. So. Diese legen wir uns schön mittig auf Alufolie. Schneiden sie vorsichtig ein, damit sie nicht durchbricht. So, dann fächert sie halt so auf. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen tief geschnitten, wie sich das so gehört. Was aber dem Ganzen keinen Abbruch tut, liegt nachher halt alles in Alufolie und wird wieder zusammengedrückt. Dann kommt jeweils eine halbe Scheibe Käse dazwischen. Eine halbe Scheibe Schinken. Na, er geht auseinander. So. Und hier auch noch. Das Ganze sieht jetzt so aus. Alufolie locker drüber legen. Locker deswegen, wenn der Käse schmilzt, pappt das Ganze nachher ganz schön zusammen. Und je lockerer die Folie liegt, desto besser geht es nachher. Deswegen am besten nur so an den Rändern zusammen. Oben ein wenig dicht machen. So. Einmal um. So, und das war's schon. Das Ganze geht nachher auf den Grill. Die Kartoffel ist schon vorgekocht, muss halt nur noch aufwärmen. Ich denke bei 130 bis 150 Grad für 20 Minuten, eine halbe Stunde. Das kann man aber zwischendurch mit den anderen Sachen draufschmeißen. Das zeige ich euch aber nachher. So sehen die Kartoffeln verpackt aus. Wie gesagt, kommen gleich einfach auf den Grill und dann schauen wir, was passiert. Jetzt haben wir den ersten Versuch mit Achtung, das Wetter spielt leider nicht mit. Was aber überhaupt kein Problem ist, weil wir haben hier einen Backofen und dadurch, dass wir heute Ofenkartoffeln machen, die wir eigentlich auf dem Grill machen wollten, werden sie halt im Ofen gemacht. Dazu habe ich den Ofen auf, Moment, 160 Grad eingestellt. Ober-Unterhitze, Hitze mit ein bisschen Umluft. Ich lasse das Ganze mit in der Glasschale liegen, das könnte nämlich schon mal auslaufen und tropfen. Ich gehe nicht davon aus, aber ehe es in die Hose geht und ich Ärger mit der Frau bekomme. Wer es manchmal gekocht hat, kennt das. So, hier haben wir die Kartoffel fertig mit Käse und Schinken. Vielleicht ein bisschen nachsalzen, muss jeder selbst wissen. Ah! Familie ist gut instruiert. Super lecker, nahrhaft und vor allem macht es richtig satt. Abo-Knopf ist hier oben irgendwo. Ich habe von meinem Sohn eben gehört, man muss auch irgendwo eine Glocke drücken, damit man die Kanäle weiter bekommt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!